Hallo, wir sind Sebastian und Alex und heute stellen wir euch die Blumenwiese vor. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Naturparkschule Neuburg an der Mürz, haben im Zuge der Tage der Biodiversität gemeinsam mit dem Naturpark Mürzer Oberland in unserem Schulgarten eine Blumenwiese angelegt. Zuerst haben wir den Radius der Blumenwiese festgelegt. Im Anschluss haben wir begonnen, die Grasnarbe zu entfernen. Sobald ein Teil der Grasnarbe entfernt wurde, wurde sie wegtransportiert. Im Anschluss wurde sie wiederverwendet und wieder schön eingeordnet. Nachdem die Grasnarbe vollständig abgetragen worden ist, haben wir begonnen, den Boden aufzulockern und mit Sand zu vermischen. Anschließend wurden Blumensamen von mehreren Schülern und Schülerinnen in der Erde verteilt. Die Erde wurde planiert. Nach diesem Schritt sollte man die Erde gießen. Wir haben diesen Schritt jedoch nicht durchgeführt, da es an diesem Tag regnete. Damit Vögel die Samen nicht stehlen, wurde über die Blumenwiese ein Blumenvlies gezogen. Eine Blumenwiese schafft Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten, insbesondere für Insekten. Außerdem dient sie durch den Nektar der Blumen als Nahrungsquelle und bei guter Pflege auch als Nist- und Brutplatz. Der Begriff Biodiversität wird auch biologische Vielfalt genannt. Er bezeichnet ganz allgemein die Vielfalt von Leben. Alle Lebewesen, ob Tier oder Pflanze, unterscheiden sich und geben ihre Einzigartigkeit auch an ihre Nachkommen weiter. Wir hoffen, unsere Blumenwiese wird bald so aussehen. Das war unsere Präsentation über die Blumenwiese. Danke fürs Zusehen. Okay.